Im letzten Jahr habe ich an einem großen Projekt gearbeitet. Und wenn du wissen willst, um welches Projekt es sich dabei handelt und wie du noch daran mitwirken kannst, dann bleib dran. Grüß Sie wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal das Projekt an, an dem ich über das letzte Jahr verteilt gearbeitet habe. Das Projekt geht über das Thema Bitcoin und ist für mich persönlich eine Herzensangelegenheit. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Mit Bitcoin beschäftige ich mich jetzt schon fast so lange, wenn nicht sogar länger, als mit dem Thema 3D-Druck. Und mit den gehäuften Medienberichten in letzter Zeit haben sich natürlich auch die Fragen im Freundes- und Familienkreis gehäuft. Und diese Fragen habe ich mir aufmerksam aufgeschrieben und versucht, entsprechend natürlich sauber zu beantworten. Und die erste Idee war zu sagen, okay, ich baue eine FAQ, die ich auf die Webseite stelle und überreiche den Leuten einen Link und dann können sie dort nachschlagen und gucken, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Damit ist es aber nicht getan, denn das Thema ist, wie ihr vielleicht wisst, so mächtig und so groß, dass es halt nicht ausreicht, einfach nur so eine FAQ online zu stellen, so halbherzig. Und genau deswegen habe ich einfach im letzten Jahr ein Buch geschrieben. Und ihr seht schon, Bitcoin einfach erklärt, lernen, nutzen. Das sagt schon ziemlich viel aus. Ich habe das versucht so zu schreiben, dass es auch zum Beispiel mal meine Mutter oder auch die Schwiegermutter kapiert. Sorry, Siglinde und Mama dafür, das ist nicht böse gemeint, aber ihr seid die idealen Testpersonen für sowas. Nein, Quatsch. Also, der Grund dafür ist einfach, dass ich wirklich ein Buch schreiben wollte, was jeder kapiert, wo jeder weiß, wie er Bitcoin entsprechend, wie Bitcoin funktioniert, wie er an Bitcoin rankommt und wie er es sicher aufbewahrt. Und ja, nicht auf dieses, ja, Bitcoin ist eine Währung für Kriminelle, auf diese Aussagen in den Medien reinfällt. Jetzt habe ich das Manuskript in der Version 1.0 soweit fertig. Das ist auch schon im Freundes- und Familienkreis im Umlauf, dass die es entsprechend mal durchlesen können und mir so ein bisschen auf die Finger hauen können. Da hast du nicht schön formuliert oder sowas in Richtung. Oder habe ich fachlichen Fehler gemacht, weil mit der Zeit sieht man natürlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und in der Zwischenzeit habe ich mir, so fleißig wie ich bin, Gedanken gemacht über ein Cover. Das erste seht ihr natürlich hier. Das ist das ursprüngliche Cover, was ich mal entworfen habe. Ja, mit einem Bitcoin-Motiv im Hintergrund und natürlich oben schön prägnant eine Schrift. Da unten entsprechend mein Name und die Firma, der Verlag. Da ist der Buchrücken, auch nochmal mit den entsprechenden Informationen. Und hier die Rückseite, auch nochmal mit einer Zusammenfassung und dem Namen, Verlag und Motiv bzw. Buchtitel. Das ist so die erste Version. Und die ist schon ziemlich gut, die hat auch im Discord mit genauso viel Stimmen bekommen wie eine zweite Version, die zeige ich euch gleich nochmal. Da habe ich erstmal so eine grobe Stimmung eingesammelt, wie das Ganze funktionieren kann. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie ihr noch bei diesem Buch mitwirken könnt. Die erste Variante ist, indem ihr mir helft, ein Buchcover auszuwählen. Da seht ihr gleich nochmal vier andere Buchcover, die ich entsprechend gestaltet habe. Und die andere Variante erzähle ich euch gleich, wenn wir mit den Buchcovern durch sind. Das zweite Buchcover, was ich gestaltet habe, ist quasi basierend auf dem ersten. Das ist dieses hier. Und ich muss mal sagen, persönlich, das gefällt mir mittlerweile in dieser finalen Version mit noch am besten. Ihr merkt, da unten ist noch so ein weißer Streifen, das sitzt noch nicht ganz richtig hier vorne und alles drum und dran. Das kommt daher, weil ich das Ganze auf dem Feld, Wald- und Wiesendrucker gedruckt habe, Tintenstrahldrucker natürlich, so wie es sich gehört, ja. Färbt auch noch schön an den Fingern ab. Na, kann man es sehen? Stell scharf, komm schon. Macht er nicht da. Färbt natürlich noch richtig schön ab. Aber ist schon mal ein erster Eindruck für euch, wie das Ganze aussieht. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass ihr jetzt darüber abstimmen sollt und im Video hin und her springen müsst. Müsst ihr nicht. Den Link zu der Abstimmung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da sind natürlich die einzelnen Buchcover nochmal richtig schön in digitaler Form aufgeführt. Ihr seht, im Vergleich zur ersten Version ist hier nochmal so ein Band drin, quasi an der Seite, was hier anfängt vorne und sich bis auf die Rückseite durchzieht. Und hier drin ist dann entsprechend auch der Titel nochmal.
und der Verlag und mein Name. Und auf der Rückseite, genau wie beim ersten, eine kleine Zusammenfassung, die ich nochmal ein bisschen überarbeiten werde. Titel, Name und Verlag. Und natürlich die ISBN-Nummer. Die wird natürlich später die richtige sein. Das ist nur eine Dummy-Nummer. Aber ist die zweite Version, finde ich mittlerweile persönlich mit am schicksten. Und dann kommen wir zur dritten Variante. Und das ist die, die im Discord auch mit viele Stimmen bekommen hat. Genauso viele Stimmen wie das hier. Und das ist die hier. Ich nenne das die dunkle Seite des Buches. Ja, erzähle ich euch gleich, warum. Es ist eine dunkle Variante. Ich finde persönlich designtechnisch eine sehr schwere Variante. Aber sie sticht anscheinend ins Auge und es gefällt anscheinend vielen Leuten. Auch hier nochmal mit dem Bitcoin-Motiv, was man relativ einfach sieht, dass es damit zu tun hat. Die Schrift ist sehr groß und prägnant und es steht hier auch nochmal schön erklärt, Lernen, Nutzen drauf. Da ist der Buchrücken und die Rückseite. Der Grund, warum das die dunkle Seite ist, das heißt natürlich, dass es auf der anderen Seite auch nochmal eine helle Variante geben muss. Das ist die hier. Ja. Da gibt es dann auch nochmal hier den Buchrücken, ne, stell scharf. Und natürlich die Rückseite. Finde ich auch gut gelungen. Was man jetzt hier leider nicht sieht, ist, dass in dem orangen und dem weißen Bereich natürlich nochmal ein Bitcoin-Motiv ist, ähnlich wie hier. Upa, schmeiße ich schon fast weg. Hier ist natürlich nochmal ein bisschen das Ganze klarer zu sehen, leider Gottes irgendwie. Auf dem weißen hat es nicht ganz so gut durchgedruckt, aber in der final gedruckten Version wäre es natürlich sichtbar. Ihr seht es auch nochmal in der digitalen Variante, dass es dort sichtbar ist. Und der Grund, warum ich euer Feedback möchte, ist nicht, was gefällt euch hundertprozentig am besten, was würdet ihr jetzt entwerfen oder so in Richtung, sondern ich möchte auch, was würde euch ansprechen, wenn ihr im Buchladen einkaufen geht, egal warum, und ihr da dran vorbeilauft, auf dem Buchtisch, wo die ganzen Bücher verteilt liegen, was würde euch ins Auge stechen und würde schreien, kauf mich! Das will ich haben. Und ich habe mir gedacht, da muss noch eine sehr flippige Variante dabei sein, die wirklich einem ins Auge springt und sich festbeißt. Deswegen schon mal sowas hier entdesignt. Das ist schon sehr grell, sehr bunt, sehr flippig, aber es ist auch ein Eyecatcher. Also man hat hier erstmal die Bitcoin-Münze. By the way, habe ich da drüben auch noch mal eine stehen. Das ist kein echtes Gold, sondern es ist, ja, das ist so eine Messingmünze mit Gold überzogen oder mit so einer Goldfarbe überzogen. Billige Eigenwerbung. Findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung, klickt auf Amazon. Und dann hier nochmal entsprechend der Titel natürlich, gepaart mit dem Titel hier unten nochmal. Da oben der Verlag und da unten entsprechend mein Name nochmal. Der Buchrücken. Und hier, das ist noch nicht ganz fertig, da sind nämlich die Farben noch ein bisschen vertauscht. Das müsste schwarz sein und das müsste weiß sein. Und dann ist diese Rückseite auch soweit fertig. Das Muster, was hier ist, dieses Pattern, das kriege ich noch raus. Das wird nochmal entsprechend weg sein am Schluss, wenn die finale Version da ist. Da braucht euch keine Gedanken drum zu machen. Ist aber auch nochmal eine schöne und bunte, flippige Version. Jetzt seid ihr gefragt. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist die erste Art, wie ihr noch an dem Buch mitwirken könnt. Und wo ihr sagen könnt, Maggie, das gefällt mir am besten oder das gefällt mir am besten oder das. Da möchte ich gerne euer Feedback haben. Ich werde das Ganze auf unserer Webseite online stellen, weil ich dort auch die Möglichkeit habe, Bilder entsprechend dazu zu packen, dass ihr das auch nochmal seht. Also ihr braucht das, wie gesagt, nicht im Video hin und her springen. Und dann habe ich auch noch was von der zweiten Variante erzählt, wie ihr bei dem Buch mitwirken könnt. Und die ist auch im Grunde genommen ganz einfach. Ich brauche nämlich noch zwei Leute, die das Ganze gegenlesen. Jetzt sagt ihr, okay, gegenlesen, wie meinst du das? Zum einen brauche ich ein Genie, was wirklich gut in Sachen Rechtschreibung und Deutsch und hast du nicht gesehen ist und sich gut mit Formulierungen auskennt und mir sich das Ganze mal durchliest und mir sagen kann, Maggie, da kannst du noch ein bisschen was optimieren, das ist nicht so schön geschrieben. Und auf der anderen Seite brauche ich noch das Bitcoin-Genie schlechthin, der sich so auf meinem Level bewegt und sagt so, mir kann so leicht keiner was vormachen. Und da hast du noch was falsch geschrieben, da hast du noch einen Fehler drin, fachlich gesehen. Den musst du noch korrigieren, weil, wie gesagt, mit der Zeit sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und das ist der Kritikpunkt, oder das ist der Knackpunkt. Ich möchte euer Feedback haben entsprechend, was ich an dem Buch noch verbessern kann. Und dazu brauche ich zwei Leute. Es ist mir egal, ob es jetzt zwei Leute sind, die sagen, okay, ich bin super in Formulierung, oder zwei Leute, die sagen, ich bin super in Sachen Bitcoin und kann das gegenlesen.
Das ist kein Thema. Schreibt mir bitte an academy@makeorama.de und schreibt mir bitte, warum ihr prädestiniert dafür seid, dass ihr das gegenlesen sollt. Schreibt mir so einen kurzen Steckbrief vielleicht am besten. Und als Dankeschön bekommt ihr natürlich erstmal die Manuskriptversion davon. Das heißt also als PDF einfach zum Gegenlesen. Ihr werdet natürlich in dem finalen Buch auch lobend erwähnt. Das ist gar keine Frage, das gehört mit dazu. Und auf der anderen Seite bekommt ihr später auch eine gedruckte Version davon. Ihr bekommt auch gerne, wenn ihr wollt, die Audiobook-Version und ihr bekommt Zugang zu der E-Learning-Plattform, die ich gerade am Aufbauen bin, wo das natürlich auch mit dabei ist. Das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Es werden natürlich auch nochmal später auf dem Kanal hier weitere Themen oder weitere Videos zum Thema Bitcoin folgen. Also Full Note aufsetzen, haben wir ja schon mal im Livestream besprochen und solche Sachen. Von daher, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!